So, hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Crusader und danke, dass ihr mein Gameplay ansieht und hier eingeschaltet habt. Falls euch das Ganze gefällt, dann drückt doch einfach unten den Abo-Button oder lasst mir einen Kommentar da oder ein Like. Ich freue mich sowieso grundsätzlich über alles wahnsinnig, wie so ein kleines Honigkuchenpferd. Und will euch jetzt auch nicht weiter langweilen und zeige euch jetzt mal so ein bisschen Gameplay aus dem Squadline Battle. Das ist jetzt diesen Dienstag, der 1. September. Unter der Führung unseres guten Trotschis und unter Kommandant Verexial bin ich hier der Sniper und versuche die Amerikaner ins Nirvana zu schießen. Klappt eher semi-optimal. Die Sniper waren mal ganz gut, ist mittlerweile ziemlich schlecht. Die werden aktuell gerade alle möglichen Waffen nochmal überarbeitet, um ein bisschen Balance herzustellen. Die Deutschen waren um einiges schlechter. Das wird jetzt bald verbessert, so dass die Deutschen ein bisschen stärker sind. Panzer kommt von Ping aus oder steht auf Ping. Akkurat, weil nee, daneben ist. Nee, Bank ist er nicht, ist er nicht. Der bewegt sich. Panzer ist zerstört. Okay. Noch Infanterie in der Nähe des Panzers. Ja, ich bin eben gerade aus dem Spiel rausgeflogen, deswegen habe ich leider nur ein bisschen wenig mickrige Punkte und ich hoffe, ich kann euch auch ein bisschen besseres Gameplay liefern. Es ist aber äußerst schwierig, vor allen Dingen mit der Snipe. Ich versuche gerade so auf so einen Spot raufzukommen, eine Posi zu finden hier in der Nähe. Aber fast unmöglich. Hier Doc und Baker rennen da hinten rum. Ich weiß nicht, wie lange die gebraucht haben, um da hinzukommen. Doc hat hier einen Außenposten. Baker ist da wahrscheinlich irgendwo rumgelaufen. Baker kann gar keinen setzen in der Zone. Er muss zusehen, dass er irgendwo seinen Außenposten da setzt, damit er von hinten wirken kann. Wenn er zwei Fronten aufbauen können. Ich weiß nicht, ob ihm das gelingt. Ich würde ihn auch gerne dabei unterstützen, aber ich selbst komme da auch nicht hin. Trotsch ist gerade mit der Arti beschäftigt. Beziehungsweise ist dabei, unsere Arti freizuhalten. Jetzt eine Fläche, wo ich endlich sehen kann, ob ich auch wirke oder nicht. Sehr schöner Spot, den ich mir gerade gesucht habe hier. Ja, hier kann ich tatsächlich richtig wirken. Ihr primärer Spawn ist auf meinem jetzigen Ping, deiner Ecke. Da ist ihr primärer Spawn. Und auf Ping ist noch ein Squad Spawn.
Ja, ist ein bisschen zu kurz, muss noch ein bisschen weiter rein. Ist beim Holzstapeln ist das Ding. Ne, der ist genau da. Ich hab die Spawnwelle jetzt sogar gesehen. Wo? Genau auf der Mine war? Nochmal, exakt auf Ping ist auf jeden Fall ein Spawn. Irgendwo da muss einer sein. Das ist jetzt meine Rache hier. Panzer exakt auf Ping. Okay. Wirklich exakt drauf. Ja, du hast auch exakt drauf. Der dreht unserem Panzer gerade die Seite zu. Jetzt fährt er weiter. Ja, unser Panzer dreht auch gerade weg. Ich kann jetzt die Laufrichtung mit der Sniper von Iragani aus einsehen und die Leute dort erschießen. Ziemlich gut ist. Aber nur wenn sie in den Korridor reinkommen. Headshot. Ach, das ist halt aber auch echt warm geworden ist, ne? Das Pech kann man mit dem Punkt haben. Da wird ja eh bald Balance. Was du mir da geschickt hast mit der Änderung der Waffen und Karl wird angepasst, lädt schneller, schießt sich mehr Sachen durch. Das finde ich schon ziemlich gut eigentlich. Das ist ein guter Weg. Und die Arbeit wird schwächer, weniger Mannstoff-Power. Ich meine, wenn du nur noch. Also wenn du dann nur noch auf 50 Meter One-Shot bist mit der Carbine und ich brauch 100 oder 50, kann auch schon nice werden. Ja, das macht das Spiel echt ausgeglichen, ne? Das finde ich echt okay. Oder noch unbalancer, mal gucken. Weil wenn die Amis bewusst in den Nahkampf gehen müssen, ne, und die das machen, dann kann das Ganze noch schlimmer werden. Ja. Wobei ich dann tatsächlich sagen muss, dann werden aber nachher die FPs der Deutschen auch wieder besser. Ich muss tatsächlich sagen, ich spiele gerne mit den FPs Brennzeit. Das funktioniert bei mir gerade tatsächlich mit am besten, die MP. Hat er eine Garni weggemacht? Sollte er. Garni oder Spawn, irgendwas hat er weggemacht. Ja, Bomber ist jetzt früher ganz gleich. Kann er auch nicht durchgehen, weg. Ich bin mal wieder auf dem Weg, um deinen Abi auszuschalten. Ey, spawn alle bei dem Squad Spawn, bei Pink irgendwo im Feld, da haben sie auch noch was dran stehen. Der spawnt gerade jede Menge, der muss irgendwas weggekickt haben damit. Wenn gerade alle aus einer anderen Richtung zu kommen. Der ist überall gesmoked, wo ich früher vorher gucken konnte.
Aber ich muss sagen, das ist ziemlich ausgeglichen. Noch ja, ich weiß nicht, wann es genug ist. Ich schieße hier die ganze Zeit von einer Seite wirklich ganz penetrant die Leute hier weg. In der Hoffnung, dass sie hier irgendwann nicht mehr hergucken und ich irgendwann von der Seite Richtung Punkt marschieren kann. Aber bisher spawnt da immer noch mal was. So, ihr Panzer fährt auf Pink, der greift gerade an, ihr Panzer. Der ist jetzt oben beim Loch. Dann ist eben wieder vom Kornfeld aus gestartet. Ich glaube, die haben irgendwo im Kornfeld vielleicht auch noch eine Garni stehen. Ne, dürfte ja, überall welche ja stehen haben. Der baut wahrscheinlich die ganze Zeit über, glaube ich. Okay, aber ich glaube, es wird. Ne, da lag schon wieder einer. Scheiße ernst, ich schieße hier die ganze Zeit Leute aus der Richtung weg. Und dann sitzt da einer, der nur darauf wartet, dass ich mich bewege. Und schießt direkt auf mich. Ach nö, ey. Ich werde mal mein Glück jetzt versuchen und werde mal einen Vorstoß wagen. Vielleicht komme ich jetzt an den Spawn ran. Ich habe die ganze Zeit wirklich 13 Minuten lang jetzt auf einer Flanke nur ihre Gegner weggeschossen. Oh, hier tuckert ein feindlicher Panzer an aus Richtung Ping. Ich glaube nicht, dass unser Panzer es weggekriegt hat. Irgendwie 76 oder so. Irgendwas kommt aus der Richtung. Keine Chance. Irgendwo lag irgendeiner irgendwie im Feld. Da habe ich direkt weggemacht. So, wenn euch diese kleine Camper-Sniper-Aufnahme gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Das waren jetzt 21 Mann, die ich an der Ecke da weggeholt habe. Das war schon ganz nice. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein. Bis dann. Tschüss.